Herzlich willkommen. Ich denke, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Bei diesen Gästen kann es eigentlich nur lustig werden. Und Sie werden noch was lernen obendrauf. Wir haben ja wieder viele spannende Sachen für Sie in dieser Sendung. Wussten Sie eigentlich, dass zum Beispiel, Toni Marshall Ehrenbürger von Bora Bora ist? Oh. Und du weißt wahrscheinlich, warum, Mike. Ja, das ist das Hinter-Tahiti-He? Ja, die Vor-Tahiti-He liegt das. Ach, vor? Ja. Das war ja sein berühmtester Song eigentlich. Genau. Fast. Ja, hat bis auf nicht. Schöne Maid. Hat sich da sehr Bora, verdient Bora, gemacht um Bora Bora. Also insofern, ja. Wir haben tolle Gäste heute. Marco Rima aus der Schweiz. Und Mike Rüger hier von um die Ecke. Wir sind ja in Hamburg. Marco, ich weiß nicht, ob es sich auch schon bis in die Schweiz rumgesprochen hat. Unser Publikum darf sich ja mal frei entscheiden, auf welcher Seite, auf welcher Tribüne Sie Platz nehmen. Denn es geht ja am Ende um euer Geld. Und wir schauen jetzt mal, wie viele Gäste sich hinter welchem Team versammelt haben. Hinter Team Bernhard. Bernhard und Marco Rima sitzen 64 Gäste. Oha, oha. Hinter Team Elton, Elton und Mike Rüger, 49. Eine kluge Wahl. Ja. Und ich glaube, 48 davon sind Familie, die Mike mitgebracht hat. Also, Masse, Klasse. Oha, oha, oha. Ich merke, Moment. Oh. Quantität, Qualität. Nee, das war ein Einspruch. Das war ein falscher. Ich glaube, es ist Zeit anzufangen. 12 Kategorien, hier ist unsere Wand. Die 12 Kategorien heute sind Kalifornien, Gute Nacht, Amphibien, andere Länder, andere Sitten, Trick 17, Was bin ich, Brisant, Auf dem Globus, Clever, Im Grünen, Deutsche Sprache und das Fragezeichen. Okay. Wir fangen an. Es gibt bei uns für jede richtige Antwort 500 Euro. Ich bin dir sehr dankbar, dass du so langsam sprichst. Und beide Teams haben einen Publikumsjoker und ihr dürft den erste Kategorie auswählen. Ja, sehr gut. Also ich bin ja in einem Amphibientheater gezeugt worden. Ich war ein sogenannter Pausenschuss. Das finde ich sehr brisant. Du kannst mal wählen. Niveaumäßig befinden wir uns gerade in einem Amphibienfahrzeug. Ich sag mal so, dann nehmen wir doch Gute Nacht. Finde ich gut. Schlafen auf der linken Seite. A. Sensibilisiert den Geruchssinn. B. Verringert erheblich. B. Verringert erblich bedingten Haarausfall. Oder C. Beugt Sodbrennen vor. Du sagst nicht mir. Du bist im Fernsehen. Du sagst es also das sage ich aus Erfahrung, ja? Wenn man etwas fülliger ist. Ich schlafe auf der linken Seite. Ich auch. Nee, wenn ich viel Wein getrunken habe und ich schlafe auf der rechten Seite, bekomme ich Sodbrennen. Das weiß ich. Also ich bin nicht dick. Ich bin horizontal herausgefordert, nicht dick. So, ja, ich gebe jeder Kalorie ein Zuhause. Aber, doch. Ja! Heute Morgen stand ich vor dem Spiegel, habe ihn gefragt, Spiegel an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Und er sagte, geh mal zur Seite, dann kann ich ihn sehen. Also, C. Ich glaube, es ist A, B oder C. Ich glaube das auch. Echt? Gut, dann loggen wir C ein und werden das Ganze sofort noch wissenschaftlich hinterfragen. Aufgrund unserer Anatomie hat das Schlafen auf der linken Seite einen Vorteil. Da die Speiseröhre vor dem Eingang in den Magen einen leichten Knick nach links macht, mündet sie von rechts in den Magen.
Liegt man nun auf der rechten Seite, kann dadurch Mageninhalt in die Speiseröhre eindringen und Sodbrennen verursachen. Daher schätzen Experten, dass Rechtsschläfer doppelt so oft unter Sodbrennen leiden wie Linksschläfer. Die ersten 500 Euro. Weißt du, was das bedeutet, wenn man schwitzt beim Schlafen? Dann weint das Fett. Ah. Okay, vergaß es. Mhm. Gut. Mhm. Ja. So, was nehmen wir? Ja, was bin ich? In der Sendung war ich auch schon mal. Das werdet ihr nicht mehr kennen, gab es früher. Ja, ja, typische Handbewegung. Ja. Ja, Robert Lemke, welche Schweine hätten es denn gern? Das mit der Brille. Ja. Ja, wollen wir das nehmen, oder? Sehr gerne. Ja, nehmen wir. Vielleicht fahren Sie wer, nach mir. Wer mit dem Chinasprung zu tun hat, natürlich. A, spielt Badminton, B, restauriert antikes Porzellan oder C, beherrscht schnelle Fingerübungen an der Geige. Viel Spaß. Boah, Mist. Boah. Gut gewählt. Boah, ihr seid ja voll in der Schale. Also B schließe ich aus. Das ist zu hier von wegen China, Porzellan, Sprung ein bisschen in der Schüssel. Zu einfach. Das wäre zu einfach. Das wollen wir nicht. Wir Nein, wir wollen schwer haben. So. Spielt Badminton China-Sprung? Soll das wie Art Bäckerhecht sein? Nee, was soll das sein? Spielen die in China Badminton? Die spielen mit Tischtennis, oder? Die spielen hauptsächlich auch eher auch Badminton, aber ich glaube, da würde eher beim Tischtennis nach denen ein Sprung benannt werden. Ja. So, warum nicht? Schnelle Finger an der Geige. Wer spielt Geige und kann mir das von hinten vorsagen? Ich höre nichts. Nein, aber was macht am. Also, ja. Gibt es einen bekannten Chinesen, Lang Lang, der spielt aber Klavier. Aber es gibt bestimmt auch ganz viele Chinesen. Ich glaube, ich muss noch auf den Flieger. 4 Millionen Dreijährige, die alleine in China Geige spielen. Und die können alle schon diesen China-Sprung. Vanessa May. Vanessa May, natürlich. Die ist zumindest anteilig chinesisch. Also nehmen wir ohne. Wer nimmt C? Tja. Macht Sinn, ne? B nehmen wir doch mal C. Wir nehmen C. Ja. C. Vielleicht eine. Was hat das mit was Übersprungshandlung? Beim China-Sprung handelt es sich um eine vermutlich in China entwickelte Technik, und zwar im Badminton. Der China-Sprung ist eine Lauftechnik, bei der wir beidbeinig abspringen. In der Luft findet keine Körperrotation statt und wir landen dann anschließend wieder auf beiden Beinen. Es handelt sich vornehmlich um einen Vorhandschlag, kann aber auch mit der Rückhand gespielt werden. Den China-Sprung nutze ich, um bevorzugt in der Vorhandecke den Ball ein Stück weiter früher abzufangen und so einen Angriffsschlag vorzubereiten. Okay, es bleibt erstmal bei 0 Euro, aber die Messe ist noch lange nicht gesungen. Ja. Worauf hättest du Lust? Auf deutsche Sprache, aber dann bin ich alleine. Hm? Nö. Ich denke. Also was? Deutsche Sprache. Ja. Deutsche Sprache. Die Bezeichnung blaues Blut stammt von A, den blauen Venen der spanischen Aristokraten, B, den blauen Armtätowierungen der ägyptischen Pharaonen oder C, der blauen Zunge des belgischen Adels nach dem Absinthgenuss. Also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ja. Das eine ist, wir überlegen die verschiedenen Möglichkeiten durch. Wir haben drei Möglichkeiten. Wir überlegen verschiedene Möglichkeiten durch. Sag es einfach. Oder wir nehmen direkt A. Ja, sehe ich auch so, weil ich muss ja auf den Flieger. Gut. A ist gut. Wir nehmen A. Sie sagen A, ist es richtig, gibt's 500 Euro. So einfach. Die Adelsfamilien aus dem Kastilien des Mittelalters stammten von den germanischen Westgoten ab und hatten daher von Natur aus einen hellen Teint. Um diese vornehme Blässe zu behalten, wurde die Sonne gemieden, denn ein sonnengebräunter Teint stand für das hart arbeitende Volk. Dieses vermutete damals, durch die Adern der Aristokraten fließe blaues Blut. Denn durch die helle Haut schimmert der blaue Farbanteil des Blutes in den Venen besonders stark. So entstand der spanische Ausdruck Sangre Azul, blaues Blut. Und es steht bei 1000. Nein, nein, nein.
Nein. So, die leichten Fragen sind jetzt raus. Nein. Dann nehmen wir mal. Ja. Trick 17. Ja. Warum nicht, Elton? Warum dann nehmen wir nicht mal Trick 17? Ja, Trick 17 ist auf jeden Fall dieses. Mit Salz und Zucker A. bleiben Wärmflaschen nach dem Befüllen länger warm. B. wird ein blinder Spiegel beim Putzen wieder klar. Oder C. werden Gardinen beim Waschen strahlend weiß. Ja, also, das sind ja so Hausfrauenfragen. Kann ja. ich mal meine Frau anrufen? Ja, wüsste die das? Ja, sofort. Mit Salz und Zucker. Werden Gardinen beim Waschen strahlend weiß? Meine Frau nimmt, glaube ich, so ein Waschmittel. So, ich habe wirklich keine Ahnung. Kannst du ja, irgendwas? Nein. Machst du irgendwas im Haushalt, Michael? Nein, nein, natürlich, natürlich was nicht. Fragst du mich? Hallo? Salz, so Salze. Ich bin auf Tournee. Füllst du die Haushaltskasse? Ich mache jeden Morgen Frühstück. Ich wecke meine Frau mit einem Kaffee morgens. Und das war's dann aber auch schon. Also Frühstück mal, dann räume ich die Geschirrspülmaschine ein und wieder aus. Aber Frühstück mache ich. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ja, ja, finde ich auch. Ja. Für den Rest gibt's Angestellte. Was? Ihr könnt uns färben, dann teilen wir nein, nein. die Kohle. Schade. Das wollen wir nicht. Ich glaube, wir nehmen das Publikum. Ne? Also ich schließe nur A aus, ich bin ein bisschen für C, aber wissen tue ich es nicht. Ja, dann nehmen wir das Publikum. Wir fragen das Publikum. Eine Hausfrau. Soll's jemand? Trauen Sie sich nicht, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, wir beide sind gar nicht so doof. Nee. Keine Idee, irgendwie was? Guck mal, das sind doch so Tipps, die eigentlich von Oma dann weitergegeben werden. Oh, guck mal. So, da oben. Jetzt. Ich muss Sie erst mal fragen, ob Sie freiwillig aufgestanden sind oder von Ihrem Nachbarn in die Seite gestoßen wurden. Hm? Genau, in die Seite gestoßen. So war's. Hallo. Hallo, hallo. Sie heißen? Doris Elas. Hallo Doris. Hallo. Wo kommen Sie her? Glückstadt. Mhm. Naja, das muss ja dann funktionieren, oder? Versuchen wir mal unser Glück. So Doris, was glauben Sie denn? Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, ich habe Fleckensalz. Mhm. Wenn ich irgendwo Flecken auch drin habe, also ist da Salz drin. Mhm. Deshalb hoffe ich, dass es C ist. Okay. Also der Grauschleier aus Gardinen. Ja, weil das eben auch die Flecken rausmacht. Warum Fleckensalz. Nicht? Versuchen wir mal. Also es lohnt sich ja aus vielerlei Gründen, unsere schöne Sendung zu schauen. Ja, auch weil man hier so praktische Tipps bekommt. Schauen wir mal. Da synthetische Stoffe meist elektrostatisch aufgeladen sind, ziehen sie Staubpartikel sehr schnell an. Auch viele Gardinen sind aus Kunstfasern und damit perfekte Staubfänger. Deshalb sollte man die Gardinen vor dem Waschen über Nacht in Salzwasser einweichen lassen. Das Salz wirkt als Elektrolyt und löst somit die Schmutzpartikel aus dem Gewebe. Dann die Gardinen normal in der Waschmaschine waschen und im letzten Spülgang einen Esslöffel Zucker ins Waschmittelfach geben. Der lässt die Gardinen wieder weiß erstrahlen. Glückstadt kommt. Danke, Doris, im Namen der beiden Herren. Und natürlich auch der anderen Mitspieler. So, notieren, ne? Zu Hause Salz und Zucker, dann sind die Gardinen auch wieder richtig weiß. Da werde ich meine Frau nächste Woche verblüffen. Ja. Schatz, nimm doch mal die Gardinen ab. Ja? Die ersten ich weiß, 500 wie man sie Euro. Weiß bekommt. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto. So, ihr seid am Dranzen. Da hätten wir uns sehr weit falsch aus dem Fenster gelegt. Ja, das war richtig clever. Also wir nehmen clever. Genau. Wo sollten wichtige Kassenbelege aus Thermopapier besser nicht aufbewahrt werden? A. Zwischen zwei Buchseiten, B. im Lederportemonnaie oder C. zusammen mit dem Mobiltelefon? Nicht. Nicht? Ja. Weil da die Schrift verschwindet. Genau. So. Mobiltelefon, also zwischen zwei Strahl, Buchseiten. Klar, ne? Ja, also es hat was mit Wärme zu tun, ist mein Wärme, Strahlung und so weiter. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das Mobiltelefon ist, halte ich am wahrscheinlichsten. Also zwischen zwei Buchseiten glaube ich nicht, das ist der Optimal. Da kommt kein Licht dran und gar nichts. Nee.
ein Lederportemonnaie. Zwischen zwei Buchseiten. Das Lederportemonnaie, ich tue das da rein und lege das auf den Schreibtisch, da passiert doch nichts. Was soll denn da passieren? Nö. Also ich würde es nicht mit Mobiltelefon. Aber mit dem Handy, das wird warm. Handy, Handy warm, ja. Das ist das Einzige, was wir uns vorstellen können, oder? Ja. Ja, also das andere kann ich mir nicht vorstellen. Da würde mich sehr überraschen. Deshalb, ich bin mir bei C relativ sicher. Ja, deshalb würde ich auch machen. Sonst würde ich auf das Publikum. Ja, C. Wir also, nehmen C. C. Hm? Wir sind ja eine Wissensshow, aber auch ein bisschen eine Überraschungssendung. Yeah. Ja. Kassenbelege bestehen oft aus Thermopapier, einer speziellen Papiersorte für das Thermodruckverfahren. Dabei bildet eine temperaturempfindliche Schicht unter Einwirkung von Wärme einen Farbstoff aus. Gerbstoffe im Leder können dieses Druckbild verblassen lassen. Im Portemonnaie werden Belege dann oft unleserlich. Wichtige Quittungen sollten daher lieber kopiert und abgeheftet werden. Ja! Die Gerbstoffe! Gerbstoffe. Kopieren und abheften, ja, oder im Mobiltelefon aufbewahren. Ja, im Mobiltelefon. Das geht auch noch. Ja, es bleibt bei 1.000 Euro. Ihr könntet jetzt ausgleichen. Die Welt steht euch offen. Die Welt steht uns quasi offen. Wenn wir eine Dreierreihe nehmen, haben wir dann einen Zusatzpunkt. Aber wenn, ja, dann nimm doch auf dem Globus, wenn die Welt uns schon offen steht. Ja, dann nehmen wir auf dem Globus. Mhm. Wenn uns die Welt, das war ein Wink von Herrn Flaume. Nein. Zaun mit dem Winkpfahl. Seit 2017 hat A. Spanien einen neuen Küstenstreifen, B. Indien einen neuen höchsten Berg oder C. Australien neue Koordinaten für geografische Länge und Breite. So, ich habe schon wieder davon nichts gehört. Aber Australien neue Koordinaten für geografische Länge und Breite. Was soll das heißen? Das heißt, Gesamtaustralien ist verrutscht. Neu vermessen worden. Spanien einen neuen Küstenstreifen. So. Hab ich da in letzter Zeit was gebaut? Was aufgeschüttet? Hab ich da was aufschütten lassen? Nein. Spanien einen neuen Küstenstreifen. Spanien war. Nein. Das ist auch zu. Indien einen neuen höchsten Berg. Finde ich irgendwie am interessantesten. Weil Australien neue Koordinaten für geografische Länge und Breite. Also das heißt ja, das sind ja Längen und Breiten gerade. Das heißt ja, also nicht nur anders vermessen, sondern das muss ja verrutscht sein. Ganz Australien verrutscht, meinst du, Elton? Vor allen Dingen in der Länge und in der Breite. Davon hätten wir was gehört, wenn ganz Australien verrutscht worden wäre. Vor allen Dingen in der Länge und in der Breite. Ja. Da ist einer vorgefahren. Ja, voll dagegen aber. Ja. Also schließlich C. aus. Eigentlich ist es ja, ein höchster Berg könnte ja entweder dadurch entstehen, dass ein Stückchen Land dazugekommen wäre, sich irgendwas verändert hat, oder dass ein anderer Berg aufgeschüttet wurde oder der damals höchste Berg abgefallen abgesackt ist. Genau. Also ich weiß es nicht, aber ich bin für B. Komm, wir nehmen B. Wir nehmen B. Ja. Wir nehmen B. Ja. B. Warum auch immer. Hinter uns wird gerummelt. Die machen da Sachen mit den Bergen in Indien, aufschütten, abtragen. Ja. Navis und selbstfahrende Autos sind zur Orientierung auf präzise Angaben angewiesen. In Australien lagen Navigationssysteme zuletzt aber um mehr als einen Meter daneben. Denn aufgrund tektonischer Bewegungen verschiebt sich der australische Kontinent jedes Jahr um rund 7 Zentimeter nach Nordosten. Um wieder in Einklang mit den globalen Navigationssystemen zu sein, wurde das Koordinatensystem daher am 1. Januar 2017 um 1,80 Meter in nordöstliche Richtung verschoben. Oh. Ja. Es wäre Antwort C gewesen. Es hat tatsächlich um 1,80 verschoben. Bleibt erstmal bei 500 Euro, aber es kann ja noch was dazukommen. Pass auf, wohin wir können Brisant nehmen, dann haben wir das Publikum, weil die kennen sich alle mit den Königshäusern aus. Genau. Gut, finde ich gut. Brisant. Warum tragen immer mehr Prominente den gleichen Schal? A. Schützt vor unliebsamen Paparazzi-Fotos. B. Hält gestyltes Haar in Form. Oder C. Wird als Trostgeschenk bei der Oscar-Verleihung vergeben. Warum tragen das immer mehr Prominente den gleichen Schal? Das habe ich, ich glaube, das habe ich mal gelesen. Irgendwie, das spiegelt, reflektiert, irgendwas macht der. Echt?
Ja. Deshalb würde ich einmal Trostgeschenk, also Style des Heim vom Squatch, finde ich, ist Quatsch. Wird als Trostgeschenk bei der Oscar-Verleihung, da wird so viel vergeben, die fahren auch alle denselben Wagen inzwischen wahrscheinlich. Schütz vor und die Paparazzi-Fotos. Ja, ja. Sollen wir das nehmen? Würde ich gut finden. Ja, dann lass uns das nehmen. Ja. Wir nehmen A. Gibt es Paparazzis in der Schweiz? Nee. Gibt ja auch keine Prominente. Jetzt bin ich gespannt. Der niederländische Designer Seth Siddiqui hat einen Schal entwickelt, in den Nanokristalle eingearbeitet sind. Helles Licht, wie beispielsweise das Blitzlicht einer Kamera, wird reflektiert. Auf dem geschossenen Foto erscheint daher nur der Schal in heller Farbe und der Fotografierte ist dunkel und kaum zu erkennen. Prominente schützen sich mit diesem besonderen Schal vor ungewollten Schnappschüssen. Jawohl! Es gibt für so viele Dinge eine Lösung. 1500 Euro. Ist das so? Ja. Wir sind mit dabei jetzt auf jeden Fall. Läuft. Ich weiß es absolut nicht. Sie können natürlich das Fragezeichen nehmen, da weiß keiner was. Amphibien bin ich überhaupt nicht drin, in Kalifornien. An den Ländern sitzen, ja, Australien hat super geklappt. Dann nimm doch das Fragezeichen, mein Gott. Wir nehmen das Fragezeichen. Warum nicht? Ja. Mein Gott, Elton. Ja. Der Strom, den klassische Haushaltgeräte in einem vierköpfigen deutschen Haushalt jährlich im Standby-Modus verbrauchen. A. Könnte täglich ein Haus mit 8 Zimmern für 6 Stunden ausleuchten. B. Hat den Wert einer durchschnittlichen monatlichen Kaltmiete. Oder C. Ist ab einer geografischen Höhe über 300 Meter doppelt so teuer. Was? Das ist ja geil. Wer denkt sich sowas aus? Das ist bestimmt. Ist ab einer geografischen Höhe über 300 Meter doppelt so teuer? Das verstehe ich nicht. Das heißt, alles über 300 Meter muss doppelt Strom bezahlen, oder was? Also, macht keinen Sinn. Nein. So, hat den Wert einer durchschnittlichen monatlichen Kaltmiete. Täglich. Also das würde ja heißen, dass die Standby-Geräte genauso viel Strom verbrauchen wie ein Haus mit 8 Zimmern 6 Stunden lang hell. Das ist ein bisschen viel, ne? Das wäre ein bisschen viel, finde ich. Aber eine durchschnittliche Kaltmiete ist ja auch nicht so wenig. Im Jahr. Aber B macht Sinn. Also ja, A ist mehr als A. A ist mir tatsächlich. Also es ist viel, was so ein Standby-Gedöns gebraucht. Aber das heißt ja, wenn du deine Geräte alle auf Standby lässt, dann könntest du quasi auch 8 Zimmer 6 Stunden lang voll ausleuchten, jeden Tag. Das ist viel. Viel zu viel. Ja, das glaube ich auch, dass das zu viel ist. Aber was ist denn ab einer geografischen Höhe über 300 Meter doppelt so teuer? Das habe ich schon mal vom Sinn her schon mal nicht verstanden, Herr Pflaume. Das heißt, dass alle Haushalte, die über 300 Meter hoch sind, über Meeresspiegel, mehr Strom zahlen müssen. Also doppelt Strom zahlen müssen. Das kann ich mir aber, also das macht ja nun gar keinen Nein. Sinn. Nein, hätte ich auch noch nichts von gehört. Wollen wir es wieder mit B versuchen, was ja so sensationell bis jetzt B hat bis jetzt ja super geklappt. Irgendwann muss ja mal. Ja. Dann nehmen wir B, Nehmen wir B. Wir nehmen B. B hat uns B. Glück gebracht.